Hallo Leute, hier ist wieder euer Tornet und. Nordoron, ich dachte jetzt gerade, du stündest neben mir, so wie immer, aber tust du gar nicht. Nein, ich bin gerade im Trecker. Achso, dann schau ich mir so die Schafe an. Ja, schau dir die Schafe an. Ja, in der letzten Folge haben wir uns mal die Schafe angeschaut. Ah, ich bin immer noch im Überlegen, was für Saatkulturen hier. Wir haben jetzt rausgefunden, was war. Ich komme gerade zu dir. Hast du bei dem Trecker vorne die Schaufel ausgetauscht gegen. Achso, ich dachte, du willst mit dem Trecker fahren. Achso, jetzt kann ich zu dir kommen. Ja, wir brauchen ja, um die Wolle zu verkaufen. Den Gabelstapler. Den Stapler-Dingens. Ja, wir haben uns angeschaut und wir müssen hier. Nee, warte. Oh, verdammt, wir brauchen beides. Hoppala. Ja. Ich komme zuerst mal mit dem Gabelstapler-Ding, weil gibt gerade viel Geld. Genau. Die Sache ist, wir müssen hier vor mal sauber machen. Habe ich ein bisschen im Forum so gelesen, dass man vor den Trögen und so sauber machen soll, dass das nämlich dann die Sauberkeit verbessert. Und dafür brauchen wir allerdings jetzt unsere Schaufel. Wir haben ja den Ladewagen noch nicht gekauft. Wir hatten ihn beim letzten Mal nur ausgeliehen, wenn mich nicht alles täuscht. Weil wir ja gesagt haben, das reicht irgendwie für gefühlt ein halbes Jahrhundert. Für die Schafen? Ja. Ja. Nee, Quatsch, wir haben alles nur mit der Schaufel gemacht, ne? Oder? Ja, wir haben alles mit der Schaufel gemacht. Okay. Wir brauchen nämlich noch so einen Ladewagen. Aber zur Erinnerung, ja, um das Gras halt direkt aufzuheben. Also dieses automatische Aufhebding da. Ja, ein Ladewagen. Wir wollen ja zuerst, wollten wir ja eigentlich diese Säe- und Kuppelmaschine da. Nee, ja. Wollten wir ja kaufen. Genau. Aber wo sind denn. War es eigentlich richtig? Warte mal. Da, Ladewagen, genau, so ein hier, den Pottinger, den Euroboss 330T. Der kann halt direkt Gras, Heu, Stroh und auch Häcksel gut einsammeln, wenn man da einfach halt drüber fährt. Genau, aber wir wollten uns, was meintest du? Das All-in-One-Gerät, ne? Oder wir wollten dieses. Ja, dieses All-in-One. Spritzen, Schädel, Grillfässer. Bin ich zu doof? Wo ist denn. Ich verkneife mir einen Kommentar. Da ist die Sämaschine. Oh Gott, ich bin echt zu blind. Ich bin gerade durch ein Straßenschild gefahren. Na toll, toll. Hier den Vedastad Rapid, glaube ich, wollten wir uns holen, ne? Ja. Für 52.000. Hey, es fehlen nur noch 40.000. Ach, gehen wir zur Bank. Naja, nö, sagen wir mal so. Ja gut, könnten wir machen. Aber wenn du jetzt unsere Wolle verkaufst, das gibt doch ordentlich Geld. Guck dir mal die Preise an, die sind traumhaft. Aber überleg mal, das sind 7.300 Euro pro für alle anderen, 1.000 Liter. Pro 1.000 Liter. Wir haben wie viel? 62 Liter, ne? Das heißt, wir kriegen 73 Euro. Natürlich nichts. 7.302 pro Liter. Ne, pro 1.000 Liter. Pro 1.000 Liter, so steht ja. Steht oben drüber. Dementsprechend kriegen wir bei 60 Litern. Centbeträge. Ich kann es gerade nicht rechnen, ehrlich nicht. Viel zu wenig, das reicht. Da hinten kommen Autos angefahren. Und wo bist du? Auf dem Weg. Ah ja. Was da? Da hinten kommt er. Da ist der Trecker. Der Traktor. Der Psychotraktor. Wir in Russland haben ein Spiel, nennt sich Psychotraktor. Okay. Ja, habe ich damals bei Ruskaya gelesen. Alter! Sorry. Das ist halt der Einleitungssatz bei einem typischen Ruskaya-Konzert, wenn das Lied Psychotraktor kommt. Ist halt so. Kennst du Ruskaya? Nee. Nein, schade.
Noch ein Stück, noch ein Stück, noch weiter nach rechts. Ist echt geil, dass ich das noch nicht mal ansatzweise schieben kann, weißt du? So. Ja. Aber ich. Okay, weißt du auch wohin damit? Zur Spinnerei. Oh, das sieht bei mir nicht gut aus hier. Lass Papa machen. Mama machen. Weil das sieht so aus, als hättest du nur eine Gabel. Ja, du Scheiße. Fahr doch einfach nochmal zurück und fahr mal gerade davor. Du sollst ja die Wolle nicht aufspießen. Ich finde diesen Buckel da auch klasse. Runter, 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 runter. Vor, runter, ja, hoch. Also beides hoch. Du musst das auch ein bisschen schräg kippen vorne. Du musst die Gabel auch ein bisschen zu dir hinkippen. Dann fällt das in andere Richtung. Ja, danke. Das meinte ich eigentlich. Du musst es ja noch nicht mal hoch. Hauptsache, du hast es so gekippt. Oh Gott, wie die von oben runterfliegt. Oh Gott. Wenn ich da runterfliege, ich glaube, ich kippe jeden Moment um. Spinnerei. Ah, ich habe sie gefunden. Ja, dieses Let's Play ist eine große Spinnerei. Auf alle, wie ich fahre, ich glaube, jeder Landwirt bekommt gerade wie so einen halben Herzinfarkt. So, ich bringe erstmal unseren. Nicht Quatsch, ich lasse den Anhänger hier. Und ich bin umgekippt. Kannst du mir helfen? Ja, Moment. Ich habe die Kurve zu stark genommen. Na, ich will dir den abkuppeln, danke. Du musst mich wieder auf die Beine rammen. Im Rammen bin ich gut. Ah. Ich habe extra das L weggelassen. Das klingt sonst irgendwie falsch. Sorry, aber mit Rammen wird es nicht besser. Das klingt dann nach ganz anderer Aktion. Alter, was? Ich habe die Kurve zu schnell genommen. Ich bin einfach umgekippt. Ja, kannst du. Lenk mal in die andere Richtung, genau in die Richtung. Nach rechts lenken, bitte. Ja, fahr weiter. Fahr weiter. Bring mich zur Spinnerei. Ich wollte den netten Straßenbuckel eigentlich ausnutzen, um mich wieder auf die Beine zu stellen. Man sollte vielleicht achten, ob da irgendwie vielleicht ein riesengroßer Strommasten steht. Mensch, wir haben es gleich. Entschuldigung, Sie müssen mal eben warten, der Herr. Ich habe gesagt, Sie müssen warten. Haben die irgendwie neue Autos eingefügt? Das Auto kenne ich noch gar nicht. Kujone. Nein, es funktioniert nicht! Warten Sie, das ist eine gute Idee. Ich kannst du mal die Gabel nach unten machen? Dankeschön. Dann kann ich nämlich hier gerade vor. Ja, ja. Jetzt bin ich ausgestiegen, auch nicht schlecht. Bitte. Ja, wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Oh mein Gott, das wird eine schwere Geburt. Hätten wir noch so ein zweites? Kannst du die abkoppeln, die ganze, den ganzen Frontlader? Den ganzen Frontlader? Nein, ich hatte gehofft, dass ich den jetzt ankuppeln könnte trotzdem. Hättest du machen können. Ja! Jawohl! So, weil dann kann ich dich nämlich damit hochheben. sag mal, ihr scheiß Autos, könnt ihr mal verschwinden, bitte? Ich hab mich hier festgefahren, Mann. Naja, alles, was wir machen sollten, verzögert sich um... eine Folge. Hallo?
Ich kann den nicht ankoppeln. Nein, stimmt ja. Ich hab. Gehen, wir fahren. Nein, das ist. Doch, nein, doch, nein, nee, das ist. Nee, hab ich nicht. Nein, stimmt ja. Ja, gut, dann müssen wir einfach den Traktor gleich zurücksetzen. Dann bist du halt wieder bei uns am Hof. Was muss man damit machen? Warte, ich mach schon. Ging das nicht immer hier übers. Genau. Welcher ist das? Du bist in dem Proxima, ne? Proxima Power 120 bist du drin, oder? Ich bin der Zetor. Proxima. Ne. Ja. Portera 130. Ah, ne, das bist du. Proxima, ja. Es wird benutzt, bitte steig mal aus. Wohl wird natürlich zum Händler zurückgesetzt, wobei der Händler in dem Fall, glaube ich, unser Hof ist. So, jetzt kannst du. Nein. Ist echt zum Händler? Oh Gott. So, jetzt kannst du einsteigen und kannst hier unten bitte die Wolle von der Straße aufsammeln. Und ihr lieben Autos, ihr könntet jetzt weiterfahren. Ich habe. Was würdest du sagen, wenn ich sage, dass der Trigger hier ist irgendwo. Dezent irgendwo angefahren ist oder sowas. Was ist, wenn ich den jetzt in den Fluss setze oder so? Dürfte ich dann nochmal den Trecker fahren? Man kann in diesem Spiel alles einfach zurücksetzen. Gar kein Problem. Aber Kinder, tut es nicht in der Wirklichkeit. So ein Trecker im Wasser tut ganz schön weh. Ja. Ich nur im Geldbeutel, wenn ihr noch drin sitzt. Und es reizt völlig vielleicht ein Hai im Fluss ist. Ja, genau, klar. Du wirst hier auch sehr viele Kinder in Deutschland erreichen, die ein Hai im Fluss haben und dann einen Trecker da reinfahren. Das ist absolut die größte Gefahrenquelle überhaupt, ja. Mhm. Direkt nach den Riesenkrokodilen. Und vergiss den Schweinebärmann nicht. Er ist halb Mann, halb Bär, halb Schwein. Das tut schon weh. Irgendwie tut das schon weh. Ja. Was mache ich denn jetzt die Zeit lang hier? Ich tanke. Ich bin gleich da. Ich fahre tanken. Ja. Nee, wir kriegen doch... Wir haben doch bei uns am Hof selber eine Tankstelle. Mhm. Das wäre doch dann dämlich, das hier zu machen. Ja, dann lasse ich den Anhänger hier stehen, zum Gras aufsammeln. Könntest du mal schauen, dass man vielleicht diesen Adapter vorne dran kriegt? Du hast doch gesehen, wenn ich Trecker fahre, ist es ziemlich gut, sowas zu haben. Ja. Ich weiß nicht mehr, wir hatten doch das ausprobiert oder nicht. Ja, dann fahre ich jetzt zum Händler und gucke mal, ob ich das hier anbauen kann. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Im Kreisverkehr die dritte Abfahrt, ne, die vierte. Die vierte Abfahrt nehmen. Oder einfach nur links abbiegen. Einfach mal gegen den Verkehr fahren. Das Schlauste, was man machen kann. Bitte mach du niemals einen Führerschein. Ich mache in ein paar Monaten. Ich habe jetzt endlich genügend Geld. Geld, 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 Geld. Ich hatte ja einen ganz tollen Ferienjob. Also ich kann nur empfehlen, Ferienjobs bei in der Industrie zu machen. Es ist... Oh, nein, Trigger, warte auf mich. Scheiß viel Arbeit. Also was heißt hier scheiß viel Arbeit? Es ist eine anstrengende Arbeit, weil du halt einfach meistens so irgendwas, was ich am Fließband stehst oder sowas. Ja, scheiße langweilig, aber bringt Geld. Und eine Menge. Und das Tolle ist, du kannst das alles von den Steuern meistens absetzen. Das heißt, du bekommst deine Lohnsteuer zurück. Und ich bekomme sie zurück und das ist den ganzen Führerschein. Geil. Ja. Ja, ich werde erst nächstes Semester arbeiten, hoffentlich. Wenn es klappt, kriege ich zwei Hiwi-Stellen. Einmal Praktikumsbetreuung Zoologie übers ganze Semester. Und einmal Mikrobiologie für Mediziner das Praktikum betreuen. Weiß gar nicht, wie viel man dafür wirklich kriegt, aber... Ich kriege es nicht dran. Aussteigen. Aber ist ja. Das Ding ist so hoch, Klaus.
Eigentlich nicht, aber ich hoffe mal nicht. Egal, ich komme ja gleich zurück. Irgendwann so in einem halben Jahr. Wohin fährst du? Zum Shop, ich will ja gucken, ob ich hier so was anbauen kann. Bist du aber schon einen Umweg gefahren ein bisschen. Oder bin ich der Umweg gefahren? Naja. Ich hab wie so ein Déjà-vu mit dem Ding gerade. Der Umweg ist nicht wirklich, ja, vielleicht ein bisschen. Die Sache ist, man kommt ja gerade hoch, nicht durch. Gerade hoch ist keine Brücke. Mhm. Also, und links oder rechts rum ist, gut klar, man kann quer durch die Gegend fahren, also quer über die Felder. Ich glaube, es ist nicht so ein großer Unterschied. Ja, die Sache bei Schafwolle da abbekommen von der Gabel, ansonsten kann ich das Ding nicht aufnehmen, weil es vorne zu schwer ist und dann immer noch vorne kippt und das ist dann jetzt hoch für den Tor. Ja, die Sache bei mir zum Beispiel mit dem Arbeiten ist ja, da ich ja Halbwaisenrente beziehe, man hat ja einen bestimmten Freibetrag und sobald ich dann mehr verdienen würde, würde ja dann die Halbwaisenrente wegfallen. Das ist doof. Ja. Frontladeanbau kann ich tatsächlich machen. Wir hatten das, glaube ich, nur nicht gemacht gehabt, weil, Ich könnte mir auch übrigens noch für 10.000 mehr einen stärkeren Motor dran setzen. Ein Motor? Stärkeren Motor oder Pflegebereifung. Mach ich aber beides nicht. Vielleicht färbe ich noch um. Lass doch einfach mal die Felgen. Ach, das ist die Felgenfarbe. Nee. Egal, für 1800 kann ich mir jetzt auf jeden Fall einen Frontlader anbauen. Konfigurieren. Dankeschön. Du kannst ja mit deinem Frontlader bei mir helfen, dass ich meinen Frontlader bekomme. Naja, soll ich jetzt auch noch einen neuen Frontlader kaufen? Für deinen, ja. Okay. Oder? Weil dann können wir nämlich schaufeln und... Dann können wir das nämlich getrennt machen. Können wir immer extra eins bei den Schafen lassen. Und dann noch eine Schaufel und noch eine... Gibt es irgendwelche Sonderangebote? Nein. Frontlader. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit vergessen, dass ich aussteigen muss. Welchen Nein. haben wir? Den FZ30. Ich weiß halt weiterhin nicht, für welchen wohl... ne? Ich bin mir halt immer noch unsicher. Also ich hoffe, dass der auch für den anderen funktioniert. Das größte Problem ist halt einfach, dass mein Trecker die ganze Zeit immer umkippt. Nein, ich wollte... Jawohl, so. Steht abholbereit zur Verfügung. Hallo Pfosten. So, dann wollen wir da nochmal reinfahren. Jawohl, passt. Passt, wackelt und hat Luft. So, jetzt heißt es, die Kurven diesmal nicht mehr so schnell nehmen, ne? Mhm. Wird das sich nochmal umkippen. Na gut, ich bin auch mit dem Frontlader komplett nach oben, da bin ich ja doppelt so groß. Aber du hast es jetzt selber geschafft, ne? Aufzunehmen, ja. Umzukippen, auch. Ja. Dann hole ich nur nicht zu schnell sein und lenken dabei. Dann hole ich die Schaufel. Und mache mal bei den Schafen sauber. Ja, mach das mal. Ich gehe mal der... Beimal zur Spinnerei. Geht der Spinner zum Spinner. Boah, ich rufe dich dann wieder, falls ich wieder umkippen sollte. Ach, das passiert dir doch nicht. Was machen wir eigentlich, wenn die Wolle ins Wasser fällt? Alt F4? Mindestens.
Rage Quit oder so, keine Ahnung. Ich bring dich um. Nee, so schlimm ist es dann doch nicht. Nein, als ob du das machen würdest. Kurze Frage, wo ist die Gabel? Die Gabel habe ich. Ah, die Schaufel ist aber da vorne. Ah, okay. Ich meinte auch die Schaufel, aber... Die steht ja da vorne. Alles klärchen. So, dann wollen wir mal, ne? Bam, 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 bam. Oh, schön, ich kann wieder die Kurven schnell fahren. Was ist der Gartencenter? Ah, da kann man Sachen verkaufen, gell? Im Gartencenter kannst du Saatgut kaufen, wenn unser irgendwann mal leer gehen sollte. Da kannst du Paletten kaufen mit Bäumen, die du dann einpflanzt. Du kannst da auch Dünger kaufen, glaube ich. Und ich glaube auch Sachen verkaufen. Wir müssen auf jeden Fall unser Feld noch besehen. Stimmt, ja. Das kannst du jetzt eigentlich machen, oder? Weil ich fahre jetzt bei den Schafen sauber machen. Dann könntest du doch mit dem Traktor zurück und säen. Immer die Arbeit bleibt immer an mir hängen, nur weil ich eine Frau bin. Hust, hust. Ja, dafür mache ich bei den Schafen sauber. Du bist ein Schaf. Was? Ach nee, stimmt, das waren die anderen Tiere, ne? Ja. Ah ja, stimmt, das war dieses graue Tier mit dem Rüssel. Genau. Ich. Genau, ich fahr mal zurück. Ein Maisfeld. Ich fahr mal zurück zu unseren Waldelefanten, ne? Und mach da mal sauber. Alles klar. Ja, die sind nicht viel größer als sizilische Zwergelefanten. Sizilianische Zwergelefanten, so. Genau. Ja, die sind leider ausgestorben. Yep. Waren aber putzig. Das war der Menschheit aber immer schon scheißegal. Ja. Aber hey, wir haben dieses Aussterben der Dodos nicht zur Verantwortung. Oder? Oder doch? Im Zweifel ja. Zweifel für den Menschen, gegen den Menschen. Dodos was? Und hier, wie ist er nochmal? Elefantenfuß? Hier, dieser komische Riesenvogel da, dieser gigantische Vogel. Elefantenvogel? Ja, Dingens da, der ist doch auch erst durch die. Vor allem Jesse, die Insel ist unbewohnt. Und nur durch die Seefahrer irgendwie ausgerottet worden. Ja, wenn man sich auch so denkt. Ihr seid doch alle gestört. Bisschen. Oh, Sauberkeit 22%. Bitte, ich bin da gerade drüber gefahren. Hä? Hä? Vielleicht ich will irgendwann ein doch, Auto haben. Vielleicht funktioniert es doch nicht so, wie ich dachte. Vielleicht muss man doch mit dem Kärcher noch mal mehr machen. Tja, ich kann dir einfach mal sagen, tja, du bist zu dumm, um ein Feld sauber zu machen. Zweitens. Aber ich muss ja... Ich darf ja nicht laut sein. Ich hab's ja so im Forum gelesen, von daher, ich nehme einfach nur das, was da steht. Ja, ich meine, ich weiß, wie man bei Kühen sauber macht und wie man das bei Schafen macht. Nur da fährt man ja auch in den Stall rein, aber wir kommen ja nicht auf die Weide drauf. Von daher bin ich immer noch der Meinung, dass wir halt nicht auf die Weide kommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwo ein geheimes Tor. Vaness. Oh, ich muss nicht schon sagen, dass ich gerade verdammt müde bin. Wie kommt das denn? Ich weiß nicht, die Nacht bis um 5 oder so. Oh, das ist halt die 5. So halt so zur normalen Zeit ein Student ins Bett gegangen. Was? Ach so. Aber ich glaube, wir können schon wieder die Folge beenden. Oh ja. Ich kriege hier aber auch absolut nichts sauber. Ich verstehe das nicht.
Und dann zählt das hier mit dazu. Soll ich mal dieses komische Kraut, wo man ja direkt Blatt pflügt, um Dünger zu haben, mal zählen? Ja, wäre auch mal eine Möglichkeit. Soll ich einen Helfer einstellen oder es selbst fahren? Du fährst das selber. Denn aber du, ich bin doch faul. Denn du bist Deutschland. Yes. Sauberkeit 22%. Ich check das immer noch nicht. Hat das was mit unserer Silage zu tun hier? Dass sie vielleicht zu alt ist oder sonst was? Naja, ich glaube nicht, dass es zu alte Silage gibt eigentlich, oder? 22%. Naja, wir beenden mal die Folge. Und ich schaue noch mal ein bisschen was nach. Ich recherchiere noch mal. Irgendwie muss man doch hier reinkommen. Genau. Ich bin gerade irgendwie hochkonzentriert, weil ich irgendwie mit diesem Spurenkreis mal arbeiten will, aber ich krieg's aber nicht noch zum Verrecken nicht hin. Ja, muss man auch nicht. Ist auch egal. Ja, beenden wir mal lieber die Folge. Ist besser. Besser fürs Gemüt. Weil die Sache ist ja, die Sauberkeit sinkt ja weiter. Nee, jetzt sind's 100%? Okay. Vielleicht lag es doch daran und es wurde nur noch nicht aktualisiert. Wir haben plötzlich 100% Sauberkeit. Die Sauberkeit wird nur einmal alle 3,5 Stunden oder so aktualisiert, vielleicht, keine Ahnung. Naja, dann kann ich ja mit Samtanhänger zurückfahren. So. Mit einem Samtanhänger? Ja. Ich war neulich in einem Restaurant, da gab, also zum Geburtstag meiner Oma, die hat zum Essen eingeladen, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, was es gab, irgendwas mit Samtsoße. Mhm. Keiner am Tisch wusste, was Samtsoße ist. Ich wohlgemerkt auch nicht, außer, also, ne, es ist auch eigentlich nichts Besonderes, außer eine helle Soße, die irgendwie Samtsoße genannt wird. War auch ja, so, gut. So ja, nehmen wir mal nicht. Ich weiß nicht, was das ist. So, weißt du? Weiß schon, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. So ist es. Naja, wir wollten die ganze Zeit ein Dings beenden, bevor sie zu lang ist. Genau. Uns rennt die Zeit weg. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.